Hallo, hier ist Buttercake und den Ausblick, den ihr hier genießt, das ist mein SMP-Server, auf dem ich mit meinen Freunden spiele. Für die, die Teil 1 nicht gesehen haben, ihr könnt hier nicht einfach mitspielen. Ich spiele hier mit Leuten, die ich aus dem echten Leben kenne und das sind meine richtigen Freunde sind, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ich wollte einfach nur nochmal gesagt haben. So sieht der Leuchtturm, in dem wir gerade waren, von außen aus. Hat auch meine Freundin gebaut. Sie mag gerne bunte Sachen mit Wolle bauen. Generell Gebäude bauen in Minecraft. Das macht den meisten. Wo war ich denn hier noch nicht? Ich glaube, in dieser Stadt war ich jetzt überall. Ja, ich war hier überall. Gut, außer da oben drauf, aber das ist nicht so spektakulär. Also geht es einmal weiter in den U-Bahnhof. Der U-Bahnhof existiert seit dem Update, seit 1.5 mit den Schienen hier. Da habe ich dann ein bisschen rumgespielt. Wenn man hier ein Minecart losschickt und hier mit Detector Rails, das, wenn niemand drin sitzt, dann fährt das hier runter. Und wenn jemand drin sitzt, dann fährt man. Ups. Hier nach rechts weiter. Und jetzt könnt ihr hier eine etwas längere Fahrt genießen, in denen ich euch die Ohren zuschwalle. Ich weiß noch nicht mit was. Ich sage einfach mal, warum hier dieser Tunnel existiert. Und zwar hatten wir irgendwann Lust, etwas Neues zu bauen, weil uns irgendwie langweilig wurde. Wir wollten nicht einfach nur in der anderen Stadt da die ganze Zeit hin und her laufen oder nochmal weiter in diesem riesigen Loch weiter buddeln und auf Slime stoßen. Die Minen unter der Stadt und in der Umgebung waren alle erforscht. Wir haben ziemlich alles da rausgeholt. Und uns wurde einfach langweilig, wir wollten was Neues bauen. Und dann sind wir losgelaufen und haben noch eine Stadt gebaut. Und in der sind wir gerade angekommen. So, gehen wir mal hier hoch. Die sieht etwas anders aus. Und so haben wir hier eine dicke, fette, große Mauer drumherum gebaut aus Cobblestone. Finde, die sieht auch noch schick aus. Also, sie ist ganz gut gelungen. Dafür haben wir ungefähr 2 Tage gebraucht. Aber mit hier das Land eben machen. Hier war nämlich mal ein Hügel und den haben wir komplett abgerissen. Aber gut, was man nicht so macht, damit es schön aussieht. Dann haben wir hier das große Haus reingebaut. Das ist wie das große steinerne Haus in der anderen Stadt. Wo hier sind einfach ganz viele Kisten drin. Mit Zeug, das einfach jeder benutzen darf, solange er auch manchmal was reintut. So. Da unten links die Meldungen könnt ihr einfach ignorieren. Das ist aus einem Plugin, das ich installiert habe. Ich bin Admin und bekomme halt jedes Mal angezeigt, wenn irgendwie eine Tür von irgendjemandem gesperrt ist oder so. Okay, das hier ist mein kleines Häuslein. Hier, ja, hier mag ich eigentlich fast nie was. Hier sind einfach nur Kisten drin mit bisschen Eisen und Diamant und so ein Zeug. Ah, eine Karte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe eine Karte komplett erforscht. Mein Arm ist irgendwie kaputt. Okay, das ist nicht normal. Gib die Karte her. Mein Arm ist komplett hinüber. Ah, jetzt geht's. Ich finde, das sieht saugeil aus, wenn so eine Karte fertig ist. In der Mitte könnt ihr sehen, dass, geht das so besser? Hier ist die Stadt, wo wir gerade sind, und hier drüben ist die andere Stadt. Wenn ihr jetzt nochmal auf die Karte schaut, dann könnt ihr so ein bisschen grau sehen, und das ist diese andere Stadt. Und das ist schon eine ganze Entfernung bis dahin. Pack mal schnell hier alles rein, damit wir das nicht dabei haben. Und es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Also werde ich mich mal ins Bett legen, wenn ich darf. Naja, hier in der Stadt sind wir einigermaßen sicher, da kann ich rumlaufen. Also wir hatten hier noch nie wirklich Monster drin, seitdem wir alles ausgeleuchtet haben. So, hier ist das Haus von Carina. Mit einem kleinen Garten, mit Weed und so weiter. Oh, sie hat mittlerweile mit Netherrack ausgebaut. Ja, wir haben ein Nether-Portal. Wir waren schon im Nether, haben Zeug gesammelt. Ich find's saugeil, dass jetzt seit 1.6 Nether-Support ist im Multiplayer. Das macht jetzt nochmal mehr Spaß. Weil man jetzt wirklich. Das ist übrigens Glowstone, auch aus dem Nether.
Es macht jetzt einfach nochmal ein Stück mehr Spaß, wenn man mit seinen Freunden in Nether gehen kann. Das ist von Lukas. Und der Weg da rein ist etwas kompliziert. Ihm war langweilig und dann hat er den Weg so gemacht, dass man hier oben auf die Mauer steigen muss. Die Mauer ist übrigens überall 4 Blöcke breit. Das hat eine gute Weile gedauert. Man muss auf die Mauer steigen, um dann hier reinzuspringen. Hat wahrscheinlich von Minecraft Edge ein bisschen abgefärbt. Oh, er hat noch gar nicht fertig gebaut. Oder, ich glaube, das war sogar noch bevor wir Minecraft Edge gespielt haben. Wie auch immer. Ich finde nicht mehr raus. Ich glaube, man muss einfach einen Stockwerk hochgehen und dann aus dem Fenster springen oder so. Wie war das? Ja. Gut. Geschafft. Das ist das Haus von anderen Freunden, von Johanna, die ich also das Spiel erst hier seit ein paar Tagen. Deswegen ist hier nur ein Bett drin. Wir sind hier so ein bisschen an das Spiel am Erklären, aber es war seit ein paar Tagen nicht mehr auf dem Server hier. Jetzt haben wir hier 2 Farms, die kann man sozusagen mieten. Das ist meine, das ist die von Venice. Und hier ist das Haus von Andy. Das Haus ist von innen total geil. Also von innen ist es wirklich der Hammer. Es sieht so cool aus. Ich weiß nicht, was ich darüber noch so sagen soll. Also es ist unvollständig. What? Er hat ja einen Weg auf die Mauer gemacht. Okay. Also, wie gesagt, von innen ist es irgendwie geil. Da bin ich ein bisschen neidisch. Es ist nur irgendwie von außen ein bisschen zu groß, finde ich. Und auch, dass es direkt in die Mauer geht, mag ich nicht so. Wo geht's denn hier wieder raus? Da lang geht's raus. Oh, ein Tisch. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Wo kann man denn noch lang gehen? Ich guck nochmal, wie lange ich schon aufgenommen habe. Okay, so lang mache ich jetzt nicht mehr. Das hier ist von Venice. Die Tür ist eigentlich privat, aber ich darf alles. Hier die Kisten übrigens auch. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal nicht rein. Wer weiß, was er da drin hat. Gut, mehr haben wir hier in der Stadt eigentlich noch gar nicht gebaut. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Und dann renne ich zum Nether-Portal und zeige euch mal was Geiles. Aber zum Nether-Portal laufen dauert ein Weilchen. Deswegen werde ich das, glaube ich, mal kurz rausschneiden. Und natürlich kommt ein Creeper. So. Das Ding hier ist übrigens auch cool. Warte, das zeige ich euch mal schnell. Hier kann man so Beats wie in Fruity Loops oder so machen. Ich drücke jetzt einfach mal irgendwas. Es hört sich wahrscheinlich sowieso scheiße an. Mist, ich kann es euch gar nicht zeigen. Ich habe kein Redstone dabei, weil das hier Clock hinten dran an. Schade. Ja, ich kann es euch nicht zeigen. Das Ding macht halt einen Beat. Das sind 3 verschiedene Drum-Döns-Sachen und... ja. Gut. Ich habe das Nether-Portal ein bisschen weiter außen gebaut, damit man dieses komische Geräusch nicht hört, das immer kommt, wenn ein Nether-Portal da ist. Wie dieser Creeper explodiert. War das knapp. Okay, wir sind im Nether, wie man sieht. Und ich glaube, ich ändere mal das Texture Pack, weil man mit meinem nichts erkennt. Ich werde die Textur irgendwie mal ändern. Ab und zu lohnt es sich übrigens, wenn man das mal runtergeladen hat, das Texture Pack nochmal runterzuladen. Weil ich nämlich ein paar Sachen ändere, zum Beispiel den Netherrack. Okay, wir haben jetzt hier im Nether einen Weg gemacht. Der ist der, wo ich hier gerade lang gehe. Und wenn man den lang geht, dann hört man nicht nur einen Haufen Viehzeug, das einen töten will, wenn es einen sieht, sondern man sieht auch am Ende des Tunnels ein weiteres Nether-Portal. Und wenn wir hier durchgehen, ist euch mal aufgefallen, dass Nether im Multiplayer schneller funktioniert als im Singleplayer, das ist total geil. Dann sind wir hier wieder in der alten Stadt. Also das ist einfach eine schnellere Methode, als mit der Bahn zu fahren. Wobei, kommt drauf an, wenn man den Weg mitrechnet, den man zum Portal laufen muss, dann nicht. Da, aber
so eben dieser Weg, es kommt einem kürzer vor, wenn man hier durchkommt. Außerdem ist es viel cooler, wenn man durch die Nether geht, als wenn man mit einer blöden Minecart da rumfährt. Ja, das war's denn eigentlich auch schon mit der Servertour. Ah, hier unten. Nicht irritieren lassen. Wir haben ein bisschen Geld-Plugins installiert. Wir haben ein paar Shops und so ein Zeug. Ja, ansonsten war es es eigentlich. Viel mehr haben wir nicht. Eigentlich haben wir nur diese zwei Städte. Da spielen wir drin, sind ein bisschen am Höhlen erkunden. Fuck! Oh. Das war so klar, dass dieses Mistviech da noch steht. So, ja. Gut. Das war's eigentlich. Ich gehe jetzt mal wieder in die Stadt, in die Sicherheit. Und höre dann, glaube ich, für heute mal auf mit Minecraften, weil es nämlich schon 23:30 ist. Und, naja, bin irgendwie müde. Ich werde gleich mal schlafen gehen. Und ihr könnt ja währenddessen meine Videos gucken. Morgen und generell die nächsten Tage werde ich wieder ein paar mehr Videos machen. Jetzt ist ja langsam Wochenende. Und, ja, da habe ich wieder ein bisschen Zeit. Ansonsten viel Spaß beim Minecraften und danke fürs Zuschauen. Ciao.